Dach des Bruno-Sander-Hauses der Universität Innsbruck befindet sich das Atmosphärenobservatorium. Am 40 Meter hohen Messturm haben die Mitarbeiter des Instituts für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften, kurz IAO, eine ganze Reihe von Messgeräten installiert. Diese liefern Daten über die Zusammensetzung der bodennahen Atmosphäre in der Stadt. Also wir messen hier eine Vielzahl an verschiedenen Spurengasen, die in der Atmosphäre vorhanden sind, zum Beispiel CO2, Methan, Stickoxide, Ozon, aber auch Kohlenmonoxide und so weiter. Insgesamt haben wir dazu an die 30 Messgeräte, die wir eigentlich durchgehend betreiben, im sogenannten Flussmessmodus, was bedeutet, dass wir mit 10 Hertz, das heißt 10 Mal pro Sekunde, Datenpunkte generieren für jeden dieser einzelnen Stoffe. 2017 haben die Forschenden des Instituts mit den Aufzeichnungen begonnen, die als wesentlicher Teil einer Langzeitstudie wertvolle Erkenntnisse für die Entwicklung der Konzentration verschiedener Gase liefern und im städtischen Raum für die Treibhausbilanz essentiell sind. Der Messort am Dach von der Universität eignet sich perfekt für die Stadt, weil wir hier die ganzen Abgase von der Stadt, wie sie von unten nach oben steigen, und die können wir am Dach der Uni perfekt einsaugen und dann mit unseren Messgeräten messen. Kohlendioxidemissionen in Städten werden nur in Wien von der Universität für Bodenkultur und dem österreichischen Umweltbundesamt sowie vom Atmosphärenobservatorium der Universität in Innsbruck gemessen. Dabei kommt die sogenannte EDI-Kovarianzmethode zum Einsatz. Sie erlaubt es, die Herkunft der einzelnen Gase auf ein bestimmtes Gebiet einzugrenzen. Damit schließt sich der Kreis auch hier. Das ist im Prinzip ein statistisches Verfahren, mit dem wir Luftwirbel messtechnisch auflösen und verschneiden können mit Spurengasmessungen und als Endergebnis eben auf Emissionen in der Stadt zum Beispiel direkt rückschließen können. Man kann sich das so vorstellen, wenn ein Luftwirbel aufsteigt, dann trägt er eine höhere Konzentration mit sich, höhere CO2-Konzentration, wie wenn zum Beispiel eine Luftmasse absinkt, dann sehen wir eben eine Abnahme. Und aus dieser Änderung hier kann man hochrechnen, was eigentlich die Emissionen sind. Das ist das Spezielle an dieser Messmethode. Professor Thomas Karl und sein Team sind über die Entwicklungen einigermaßen erstaunt. Denn die neuesten Auswertungen für die vergangenen 7 Jahre zeigen signifikante Änderungen im Zeitverlauf. So sind seit 2018 die CO2-Emissionen in der Stadt Innsbruck um 20% zurückgegangen, obwohl mathematische Modelle andere Werte prognostiziert haben. Während des Lockdowns in der Pandemie lag der Rückgang sogar bei 30%. Also wir wissen relativ genau in Innsbruck, in der Stadt Innsbruck, wo das CO2 entsteht, Hausbrand und Verkehr, das sind die Hauptquellen, typischerweise 50-50, kann man sagen. Und wir sehen diese 20% Rückgänge einerseits durchaus durch bessere Wärmedämmung bei Gebäuden, aber der Hauptteil, den wir hier vermuten, ist bessere Effizienz bei Motoren und im Verkehr im Prinzip, der dazu führt, dass wir hier doch eine deutliche Abnahme sehen. Mehrere internationale Studien belegen, dass die CO2-Emissionen in Innsbruck im europäischen Mittel liegen. Die Messwerte können als repräsentativ für den alpin-urbanen Raum angesehen werden. Innsbruck befindet sich im alpinen urbanen Raum und insofern kann man durchaus Vergleiche zu anderen Städten im alpinen Raum sehen, zum Beispiel in Südtirol oder Trentino gibt es ja auch einige Städte, die vergleichbar mit Innsbruck sind. Die Forschenden am Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften der Universität Innsbruck blicken mit Zuversicht in die Zukunft. Sie glauben, dass der Trend sich weiter fortsetzen wird. Wir vermuten durchaus, dass der Trend hier weiterläuft, inwieweit er gleich stark weiterläuft oder abschwächt, sind Vermutungen. Aber natürlich, die CO2-Emissionen aus dem Verkehr nehmen ab, aufgrund von einerseits der Elektrifizierung oder anderen Effizienzsteigerungen. Auch im Gebäudesektor wird hier in Österreich viel gemacht, Umstieg auf Wärmepumpen zum Beispiel. Und insofern, glaube ich, führen diese Maßnahmen in der Stadt Innsbruck sicher auch zukünftig zu einer Reduktion noch. Um im Jahre 2040, wie von der EU vorgegeben,
Klimaneutrales Wirtschaften zu ermöglichen, sowohl diesseits als auch jenseits des Brenners, sind wohl noch einige kollektive Anstrengungen nötig.